Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Notizhefte. Ich bin Norman Weiß und freue mich, dass du eingeschaltet hast, heute, wenn es um die Neuzugänge im Monat Juli geht. Ich habe insgesamt 10 Bücher neu in meinem Regal, 5 Sachbücher, 5 mal Belletristik. Und ich gehe ganz wahllos vor, wie sie jetzt hier neben mir auf dem Stapel liegen. Boris Vian, Der Schaum der Tage. Eine zarte, surreale Liebesgeschichte, eine der schönsten und ungewöhnlichsten der Weltliteratur. Boris Vians Kultbuch in aktualisierter Übersetzung. Und ich gestehe, das war ein Coverkauf, bestärkt durch die Lektüre von Seite 112 und außerdem auch ein nicht so umfangreiches Buch. Insofern fand ich das eine lohnenswerte Investition und ich freue mich darauf, den Autor kennenzulernen und eben auch mehr französische Romane zu lesen. Stichwort Frankreich an den Ufern der Seine. Von Agnès Poirier, die magischen Jahre von Paris 1940 bis 1950. Das ist ja insofern interessant. 1941 wird Paris von den Deutschen erobert und besetzt und bleibt das einige Jahre. Und das fällt eben genau in dieses Jahrzehnt, was hier behandelt wird. Und daraus speist sich natürlich eine interessante Themenstellung. Damals in Paris, die große Zeit der Metropole glänzend erzählt. Agnès Poirier lässt den Flair und das geistig-künstlerische Leben in einer der aufregendsten Metropolen der Welt lebendig werden. Ein unvergleichlich inspirierendes Porträt einer ganzen Epoche, deren Errungenschaften unser Dasein und Lebensgefühl bis heute revolutionieren. Und das schließt dann natürlich auch ganz gut an diesen Paris-Band ab, den ich vor einiger Zeit las, wo es um Paris im 19. Jahrhundert geht. Das nächste Buch von Marie Benedict und Victoria Christopher Murray, The Personal Librarian, ein Roman, der angelehnt ist an tatsächlichen Vorkommnissen, nämlich von Belle de Costa Green, der persönlichen Bibliothekarin von J.P. Morgan. Und das ist eine Geschichte, die sich in dem Spannungsfeld von Geld und Rassismus und Literatur abspielt. Und ich glaube, das ist eine sehr interessante Empfehlung, die ich hier gleich in einen Kauf umgesetzt habe. Das nächste ist ebenfalls ein Roman, ein ziemlich dicker, der auf BookTube viele Freunde hat und nun endlich als Taschenbuch auch den Weg in mein Bücherregal gefunden hat. Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert von Joël Dicker. Ich habe noch nichts von diesem Autor gelesen. Es gibt ja positive Stimmen zu einigen seiner Bücher, aber auch enttäuschtere Eindrücke von anderen Büchern. Und dieses hier ist aber dasjenige, das sozusagen immer gut wegkommt. Und das habe ich mir dann auch als Einstieg ausgesucht, obwohl ein Einstieg bei einem über 700-seitigen Buch vielleicht auch nicht so der richtige Begriff ist. Ulrike Sprenger, das Proust-ABC. Ich hatte ja vor einiger Zeit schon gesagt, dass ich mich in der zweiten Jahreshälfte oder im letzten Jahresdrittel und vor allem dann im nächsten Jahr an das große Werk von Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit herantasten will und dazu eben auch Sekundärliteratur heranziehe. Ich habe diesen frühen Essay, Rezeptionsessay über das damals neu erschienene Werk gekauft und sozusagen zur Unterstützung der Lektüre dieses ABC, das als alphabetischer Wegweiser durch das Roman Ungetüm dienen soll. Als Mitglied der Goethe-Gesellschaft in Weimar bekommt man ja immer dieses Goethe-Jahrbuch zugeschickt, der 137. Band, ganz so viele habe ich nicht in meinem Regal stehen, logischerweise. Wie immer ein breites Themenspektrum, das hier abgehandelt wird und es sind immer in jedem Jahrbuch interessante
Beiträge sowohl im Goethe-Jahrbuch als auch im Thomas-Mann-Jahrbuch. Ein Teil lese ich sozusagen, wenn das neu reinkommt, und andere lese ich dann eben anlassbezogen, wenn ich ein bestimmtes Werk der Autoren lese oder wenn es thematisch zu einer Lektüre passt und ich versuche dann einen Goethe- oder Thomas-Mann-Bezug herzustellen. Also auch das ist hier eingetroffen. Neu im Regal ein Buch der Friedenauer Presse, Vsevolod Ivanov. Der Roman trägt den schönen Titel U. In den Krankensaal des Ordinators Dr. Andreyschin werden zwei Juweliere eingewiesen, die verkündet hatten, sie seien beauftragt worden, die Krone für den Kaiser von Amerika anzufertigen, und diese sei nun, fast fertig, gestohlen worden. Im Versuch, hinter den Wahnsinn der beiden Brüder zu kommen, gerät der Arzt in das merkwürdige Haus Nummer 42, in dem er mit den Bewohnern und einem gewissen Tscherpanow absurde, surreale, die Wirklichkeit in eine fantastische Welt von Traum und Mystifikation verwandelte Abenteuer und handgreifliche Auseinandersetzungen erlebt und immer groteskere Pläne zur Umformung des Menschen schmiedet. Das ist natürlich sowjetische Literatur, die sich mit den Zuständen damals auseinandersetzt. Und ich fand das Buch also auch sehr schön aufgemacht und bin sehr neugierig, ob mir das auch gefallen wird. Beim Hineinlesen war ich jedenfalls nicht so abgeschreckt, dass ich das Buch nicht gekauft hätte. Götz Ali und Susanne Heim, Vordenker der Vernichtung, Auschwitz und die deutschen Pläne für eine neue europäische Ordnung. Ein älteres Buch aus der Feder des streitbaren und unbequemen Historikers Götz Ali und ja, auch ein Themenschwerpunkt im Zusammenhang mit der Geschichte des Nationalsozialismus, der mich interessiert, dem ich mich mit diesem Buch irgendwann einmal nähern möchte. Das nächste Buch ist von Henry Russell, eine kurze Geschichte des Romans. Da bin ich schon eine Zeit lang drum herum geschlichen. Das Buch ist ganz interessant aufgebaut. Also es gibt mehrere Kapitel über Genres des Romans, dann werden einzelne Werke vorgestellt, Themen und Techniken. Zu jedem dieser Oberbereiche gibt es dann eine Vielzahl von Einzeltexten, die zum Teil sehr kurz sind. Also die Werke werden immer auf einer Seite vorgestellt, mit einer Illustration versehen, und so ähnlich ist es auch eben, was weiß ich hier, Thriller und Naturroman, und da werden dann eben bestimmte Charakteristika solcher Genres vorgestellt und wichtige Werke bzw. Autoren, die sich dort hervorgetan haben. Das ist sicherlich sehr interessant und anregend, und ich freue mich auch auf die Lektüre dieses Buches. Schließlich ein sogenannter Justizkrimi von Schwieker und Zokos, die siebte Zeugin. Ein Verbrechen, sieben Zeugen und kein Motiv. Berlin-Charlottenburg, ein Sonntagmorgen wie jeder andere. Nicolas Nölting verlässt das Haus, winkt seiner Tochter Lilly noch einmal zu und schwingt sich aufs Fahrrad. Wenige Minuten später betritt er eine Bäckerei und schießt plötzlich um sich. Ein Mensch ist tot, zwei weitere verletzt, Motiv Fehlanzeige. Die Tat erscheint völlig sinnlos und vor Gericht schweigt Nölting hartnäckig. Sein Anwalt, der aufstrebende Strafverteidiger Rocco Eberhardt, steht vor einem Rätsel, bis Rechtsmediziner Dr. Justus Jarmer eine überraschende Entdeckung macht, die dem Fall eine völlig neue Wendung gibt. Und das Interessante daran ist eben, dass die Autoren Strafverteidiger und Rechtsmediziner sind und Erfahrungen ihrer beruflichen Tätigkeit in diesen Krimi einfließen lassen. Und ich lese ja ganz gerne Krimi, heute nicht mehr so häufig wie früher. Wer mir folgt, weiß, dass ich auch Kriminalromane von Agatha Christie oder von Martha Grimes wiederlese, aber man muss natürlich auch immer mal was Neues lesen, und da erschien mir das eine ganz interessante Herangehensweise zu sein. Und ich bin gespannt, wie mir dieses Buch gefallen wird. Das waren meine Neuzugänge, ziemlich viele, und es wird wie immer eine Zeit dauern, diese Bücher
zu lesen, den Aufwuchs des Stapels abzutragen. Aber so ist das nun mal. Ich hoffe, ihr seid gut durch den Lesemonat gekommen, habt ebenfalls interessante Bücher gekauft, und wenn ihr mir erzählen wollt, was ihr gekauft habt, oder wenn ihr zu den vorgestellten Büchern etwas sagen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr dazu etwas in den Kommentaren da lasst. Ansonsten sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Bis dahin alles Gute. Tschüss.